guten Morgen sage. Es ist noch nicht mehr guten Morgen. Ist auf jeden Fall schon Mittag. Man kann sehen, wie die Sonne reinstrahlt. Es ist ein richtig schöner Tag. Für uns ist es der letzte Vlog in diesem Jahr. Ne? Also, wenn wir das drehen, ist noch 2021. Wenn ihr das Video seht, natürlich nicht mehr. Ja, wir haben uns gedacht, wir nehmen euch heute an unserem Silvestertag nochmal mit in den Vorbereitungen. Und ich weiß, ihr mögt das ja. Wir haben ja so unsere Rituale, die wir irgendwie jedes Jahr wiederholen. Heute gibt's. Aber was gibt's heute? Raclette! Wir haben das mal eingeführt vor einigen Jahren. Ich glaube, kurz nachdem wir hier ins Haus eingezogen sind, oder? Früher haben wir keinen Raclette. Nein, Fondue! Fondue haben wir gehabt. Kannst du noch erinnern? Ja. Wir haben Fondue. Ich kann hier leider nicht so gut stehen, weil. Die ist so blendet. Hier ist der Papa, schaut mal. Aber hallo. Muss ein bisschen die Rolle hinten runterlassen, oder? Mach ich. Sonst white. Deswegen bin ich eigentlich da hinten gestanden. So, besser. Auf jeden Fall, wir hatten mal mit Fondue gestartet, aber irgendwie ist mir das zu stressig mit den kleinen Kindern am Tisch. Im Frühjahr mit Patrick und Michelle war das irgendwie anders. Da hat man gesagt, so, ihr greift da nicht rein, die haben da jetzt auch nicht reingegriffen. Aber wenn es mal hier so turbulent mit den ganzen Kiddies, dann gehen wir so, Fondue ist schon ein bisschen. Ja, deswegen gibt es bei uns Raclette. Und übrigens, dieses Video ist jetzt, also nach dem Video, ich weiß gar nicht, wann es der Papa schneiden wird, aber danach werden wir uns ein bisschen Urlaub unter Anführungszeichen gönnen. Das heißt, die Kinder sind bis 10. Dezember zu Hause. Dezember, sage ich. Muss mich noch einen Januar gewinnen. Am 10. Januar beginnt dann die Schule wieder und bis dahin wollen wir uns halt komplett mit den Kindern die Ferien genießen. Und spielen und nicht vloggen, auch keine Story machen, also nur damit ihr auch Bescheid wisst und euch nicht wundert. Weil ich kriege ab und zu so Nachrichten auf Instagram, ich vermisse eure Vlogs oder so. Nur damit ihr auch Bescheid wisst. Wir werden jetzt auf jeden Fall mal was frühstücken und danach werden wir uns Getümmel hauen. Brunch, mehr oder weniger. Ja, mehr oder weniger ein Brunch. Und danach, wir wollen ein bisschen sauber machen, danach müssen wir schnibbeln. Ich will noch eine Schokotorte backen, es geht aber jetzt sehr, sehr schnell, diese Schokotorte. Aber musst du eigentlich noch Fleisch schneiden? Nur Fleisch schneiden, dann. Machen wir doch den Wurstsalat? Na, jetzt geht's im Nachhinein. Na. Gestern waren wir hungrig einkaufen und wollten noch Wurstsalat machen, aber jetzt so im Nachhinein. Aber wir können zum Beispiel zum Mittag Wurstsalat machen. Das stimmt. Oder? Jo, schauen wir mal. Aber bevor wir das machen, müssen wir ein bisschen am Tisch sauber machen. Genau. Und außerdem wollten wir die weihnachtliche Decke wegmachen. Der Papa hat nämlich eine. Silvesterdecke gekauft. Der Papa hat eine Silvesterdecke gekauft. Ich weiß gar nicht, kenne ich sie? Habe ich sie überhaupt gesehen? Na, das kennst du nicht. Ja, zeig mal, wo hast du die gekauft? Von Kiki. Von Kiki. Schaut mal, eine Silvesterdecke. Gekauft von Papa. Papa ist unser Tischdeckenfreak. Also ich weiß nicht, ob ihr das erkennt, aber die glitzert so ein bisschen. Ja. Aber wer sieht sehr schön aus? Und die ist genauso lang wie der Tisch. Ich war immer Anti-Vorhänge und Anti. Ja? Ich habe was vorbereitet. Oh, die schau sind mal, die dabei. Sind jetzt gerade dabei. Eigentlich wäre cool, wenn wir so einen Dampf hätten. Dann könnte man das, also dieses kleine Handbügel nehmen. Gell? Ja. Das ist auch wurscht. Ja, nicht gerade gebügelt, aber. Okay, it's okay. So, noch Deko rauf. Machen wir noch diese. Oder hast du Silvester-Deko? Ich habe kein Silvester-Deko. Dann machen wir das, oder? Ja. Wir haben schon gefrühstückt oder Mittagessen gegessen, wie noch immer. Es ist 14.30 Uhr und wir haben gebruncht. Die Familie ist jetzt weg, die Kinder haben sich verteilt im Haus, also jeder spielt miteinander, irgendwas, keine Ahnung, was sie da unten machen, muss ich mal schauen. Die Mama ist jetzt im Wohnzimmer, sie räumt ein bisschen auf und ich bin da in der Küche, da muss ich mal den Chaos, da wir hier hinterlassen haben, mal beseitigen. Wir machen jetzt ein Silvester, das habe ich noch nie gemacht, oder? Baba,
Bist du geblendet? Ja, wir haben die Location gewechselt. Ja. Jetzt wird hier Wäsche gemacht mit der gesamten Family. Wir schauen Scooby-Doo, der Fernseher ist richtig laut. Die letzte Wäsche Party in 2021. Yay! Na, na, war das hinter uns. Genau. Ja, genau. Schaut mal, alle helfen mit. So geht das. Ich sortiere hier Wäsche. Der Papa macht nichts. So kennen wir das. So, wir machen auf jeden Fall jetzt mal Wäsche. Weil wir sollen ja nicht mit Wäsche. Ist das nicht ein rumänisches Sprichwort? Man soll nicht mit schmutziger Wäsche ins neue Jahr. Ja, man sollte alles in. Und ich glaube, das ist auch im letzten Jahr, in den alten Jahr alles erledigen, dass man in der neuen nicht. Ja, und sauber im Haus und so, gell? Ja. Ich glaube, das ist aber nicht nur bei uns, oder? Ein Patrick glaubt nicht sowas. Aber ich schwöre, der Patrick wird sicher, wenn er erwachsen sein wird, dasselbe auch machen. Get up, stretch my legs. Wash my teeth up, wash my face. Start my day. Wake up, get up, stretch my legs. Eat some breakfast, milk and eggs. Brush my teeth up, wash my face. Throw my clothes on, start my day. Wake up, I can smell the smoke from the bacon. Let's go, see the sun shining from the windows. Okay, I know that today'll be a good day. Okay, I know that today'll be a good day. A, B, C, 1, 2, 3. Drink some water, brush my teeth. Get out of bed and I stretch. Bed and my hair is a mess. Look through my clothes for a fit. Anything I do is drip. Feel like a kid when I'm tick-tocking. I still keep it real as it is. I show my age, I don't switch often. I'm just as a dad as it gets. Try taking naps with my kids talking. I'm guessing this life how it is. And I can't wait for the weekend. Keep jammies on like I'm a kid. Wake up, get up, stretch my legs. Eat some breakfast, milk and eggs. Brush my teeth up, wash my face. Throw my clothes on, start my day. Wake up, I can smell the smoke from the bacon. Let's go, see the sun shining from the windows. Okay, I know that today'll be a good day. Okay, I know that today'll be a good day. Feel good, feel great, can't complain. Look out my window, see birds and planes. Wie ihr seht, hat der Babo schon angefangen fürs Fondue das Fleisch zu schneiden. Und ich zeige euch mal, wie es unten ausschaut. Goldi war bis jetzt ein Jahr oder Goldi? Und die Goldi? Warte. Goldi ist weg. Ich hab. Der Piep ist auch mittendrin, statt nur dabei, oder? Schaut doch, das ist für Piep, er hat keine Zähne, ist der älteste. Ist ja gar bitte nicht beißen. Ja, hat er Zähne. Ich hab Angst, dass er benimmt sie nicht. Ja, Papa, danke. So, das kriegt dann die Mikkel, die kleinste. Okay. Aber auch sehr schnell in Bewegung. Wo ist die Goldi? Goldi! Da ist Tante Goldi. Mama Goldi. Wo ist meine alte Omi? Yeah. Wo ist meine Omi? Kann man in diesem Haus Fleisch schneiden ohne Zuschauer? Nö, oder? Na, schwer. Ich habe den Pief an. Der hat überhaupt keine Angst, gell? Das sind seine Friends. Best Friends, gell? Weißt du was? Ich nehme das ganze Fleisch runter und dann gebe ich den Knochen. Was mit Pief? Ich meine, dass den Knochen unten wie beim. Der Piep denkt sich, hey, früher waren wir weniger, da blieb mehr drüber. Und jetzt? Das muss das alles. Alles mit allen Teilen hier. Wahnsinn. Ja, wir bereiten uns auf jeden Fall vor. Ich überlege noch, ob ich noch Haare waschen soll. Also Haare schauen jetzt nicht so fettig aus, aber dritter Tag vielleicht, dass ich auch mit frisch gewaschenen Haaren ins neue Jahr steigen soll. Und dann bist du ganz sehr dreckig, oder was? Ich weiß nicht, aber glaube und so. Vielleicht tue ich noch so mehr. Eins. Der Kleine zwei, schläft drei, und... 3, 4, 5, okay. Ich wollte noch eine Torte backen. 2. Der Papa blockiert mein Thermomix. 3. 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puh. Machen wir jetzt. Wie machen wir denn das? Was, das ist ein bisschen mehr Fleisch. Wir warten ganz geduldig und Papa beobachtet. So, jetzt habe ich 2, 4, 5. Das ist der Beef. Beef habe ich gesagt. Das ist du. Das bekommst du. Das bekommst du. Und die Oma. Die Oma. Was mit Sophie? Du bekommst auch Sophie.
Jeder kriegt ein bisschen was. Niemand frisst es dem Bier weg. Das finde ich sehr vorbildlich von den Hunden. Man muss wirklich sehr brav. Sehr brav. Ja. Die Sophie kriegt jetzt als nächstes. Die Sophie kriegt definitiv jetzt auch mehr. Das gehört so viel mehr. Und Bier, war es lecker? Ja. Und hier kommt die Tante Lu. Jetzt ist meine Goldring. Das war schon von mir, dass ich da mal wieder Hunde. Und das kriegst du. Bekommst du. Das bekommst du, okay. Beef habe ich gesagt. Beef. Das ist der Beef, genau. Und das ist deine Mama, ja? Die Mama. Die Mama muss auch was essen. Die Mama gut, genau. Sehr gut. Alle brav, Beef. Vorbildlich. Da können sich ein paar Menschen ab. Tja, so schaut das aus, wenn man zwischen den Hunden. Also das schaut aus der Perspektive der Hunde aus, aber so. So sind die Menschen auch mal beim, beim Buffet? Nein. Sehr geduldig? Nein. Beim Buffet sind Menschen nicht so geduldig. Aber schau, so schaut das aus der Position der Hunde aus. Ja, bravi Doggies. Oh, bravi Doggies. Und Babys. Na gut, ich werde jetzt auch mal auf jeden Fall mal was backen. Und wir haben ja schon vorbereitet. Raclette und Schokobrunnen. Mausi ist wach und wir schauen jetzt ein bisschen Walking Dead, passend natürlich zu Silvester. Zu Silvester, oder was? Ja. Wir sind jetzt fertig mit Mampfen und jetzt mampfen wir süß. Schokobrunnen läuft. Ich habe jetzt die Schokolade schon vorher in der Mikrowelle geschmolzen. Geht dann schneller einfach. So, jetzt werde ich sie da reinschütten. Der Papa schnibbelt noch gerade. Erdbeeren und ein bisschen Melone. Ja, und ihr müsst ja da sehen, wie das schon wie die Schokolade so herin. Ja. Oh mein Gott, ich hab's euch gemacht. Aber das zu waschen, ist nicht mehr schön. Ja. Nehmen. Wir haben Rubbellose gekauft, schaut mal. Kann man bis zu 50.000 Euro gewinnen. Sollen wir alle rubbeln? Ja. Alle vier Rubbeln? Ja. Ich habe gedacht, nur eine. Nein, alle, ja. Die ganze Fläche hier. So, Mama, schau, so. Mama. So, Lisa, schau. So. Und wenn ihr dreimal, wie bei Memory, was findet, dann haben wir gewonnen. Oh, ich habe schon einmal 50.000, Baba. Und ich? Mama und ich? 50 und 15. Ja. Mama, was habe ich? Mach mal ganz leer. Schau. Oh! Sag mal, Lara. 15. Hat sie dreimal 15 an, oder? Ich kann nicht sehen. Du musst dreimal was haben. Du musst ja dreimal 15 Euro haben. 15. Also man muss es dreimal immer haben. Ich habe nur zweimal das da. Dreimal 4. Und zweimal das da. Ja.
4 Euro. Der Vater hat 4 Euro. Michael, du? Nix. Oh, schade. Ich dachte, ich habe mich jetzt voll erschrocken. Ich dachte, es sind 50, aber es sind 500. Mist. Der Papa hat noch eins und der Philipp hat noch eins. Soll ich das für den Philipp machen? Okay, machst du für den Philipp? Noch hier machen. Machst du, wer macht das von Papa? Machst du Papa? Aber du machst das. Das ist deins. Naja. Sie ist schon fertig. Der Bandig ist ja immer ein gutes Junge. Und? Mama. Käse, wa? Was Käse? Du bist ein Glücksmädchen. Lisa, du bist ein Glücksmädchen. Hast du zwei? Ich hab 2 Euro. Du bist aber da auch ein Glück. 2 Euro. Sehr gut. Also, der Philipp hat auch 2 Euro. Wie viel haben wir jetzt insgesamt? 2. Lisa hat auch 2. Und 4. Und der Bade hat 4. 8. Wie viel hast du pro Lose ausgegeben, Schatzi? 2 Euro. Und Michelle? 2 Euro. Ja, der Bade hat schon doppelten Gewinn gemacht. Wir haben jetzt Location Wechsel. Wir sind jetzt schon hier im Wohnzimmer. Patrick, was ist das? Suche einen Sender. Okay. Nicht schon wieder Mr. Bean. Dann gibt's halt nur ein cringiges ORF 2. Cringiges ORF 2, besser. Wer ist das? Früher waren mal richtige Shows. Das sind alle Kandidaten. Nur die sind geimpft oder was? Also, ich werde die Zuschauer. Aber die Nachbarn hauen sich mal wieder richtig ins Zeug. Geh mal weg. Oh, guck mal, da ist noch welche. Ich hab's aufgestolpert. Hier ist Gefahr. Da ist noch welche. Musst du wieder nicht so gut. Oh, da ist noch. Wo? Ja, da ist 2. Mir ist sehr kalt. Ist kalt? Hol dir eine Decke. Alles liegt da. Hast du keine Schuhe an? Einfach mal warten. Oh. Ich hab gar nicht gewusst, wie viel Aber ist. Ja. Aber die Lucy geht in den Garten und das Tor ist auf. Na, sie ist da. Lucy, komm. Die Luisa hat das seit Baby an immer. Schau mal da. So, meine Lieben, wir werden uns jetzt vom Vlog verabschieden. Vielen Dank fürs 2021, dass ihr uns immer begleitet habt. Und jetzt werden wir Danke und Tschüss sagen. Wir werden jetzt noch unseren Tag ausklingen lassen und dann schlafen wir nochmal später. Konfetti? Haben wir gar keine. Eine Fliege im Haus. Ja, Fliege, wir haben Dezember, ey. Was ist das denn? Wir haben nur eine, glaube ich. Na gut, mein Lieben. Tschüss, bis zum nächsten Jahr wieder. Tschüss.